Hallo liebe Studentinnen und Studenten, mein Name ist Tom Schreiber, ich komme vom Rechenzentrum und ich will euch heute in diesem Video die zentralen IT-Dienste der Hochschule mit weiter vorstellen. Damit ihr diese Dienste überhaupt nutzen könnt, muss euer Login zunächst aktiviert werden. Irgendwo in euren Immatrikulationsunterlagen findet ihr diesen Zettel. Auf diesem Zettel findet ihr euer Login-Name und euer Passwort. Der Login-Name wird euch euer ganzes Studium lang begleiten, diesen könnt ihr euch schon mal merken. Das Passwort eher weniger, diesen müssen wir jetzt im Zuge der Aktivierung ändern. Die Aktivierung könnt ihr jeden beliebigen Browser durchführen, auf jedem Endgerät, Hauptsache es ist Internet vorhanden. Die Adresse, die ihr eingeben müsst, findet ihr relativ weit unten auf dem Zettel. Diese heißt start.hsmitweiter.de. Und wir werden das Ganze jetzt mal zusammen durchführen, damit ihr seht, wie diese Aktivierung des Logins abläuft. Ihr öffnet eben einen Browser und gebt in die Adresszeile start.hs-mitweiter.de ein und werdet dann auf die Login-Seite weitergeleitet. In dieser Login-Seite gebt ihr die Daten von diesem Zettel ein, also euren Benutzername und das Startpasswort, genauso wie es da drauf steht, Groß- und Kleinschreibung beachten. Und dann geht es schon weiter, dann sind wir schon in dem Assistenten drin. Hier haben wir jetzt unsere Nutzerbelehrung des Rechenzentrums. Diese lesen wir jetzt alles durch. Das dauert eine Weile und bestätigen das Ganze dann. Mit einem Klick auf Ich bestätige die Netzordnung und gehen dann auf die nächste Seite. Als nächstes kommt die Bibliotheksordnung, die wir ebenfalls durchlesen und bestätigen werden. Auch wieder ein Klick und auf Weiter. Und da wir eben dabei sind, nun auch noch die Erstbelehrung zum Arbeits- und Brandschutz, ebenfalls gelesen und bestätigt. Im nächsten Schritt werden wir um die Eingabe einer alternativen E-Mail-Adresse gebeten. Hier gebt ihr bitte eure private E-Mail-Adresse an. Diese wird dann verwendet, falls ihr euer Kennwort, was wir dann später setzen, mal vergessen habt. Das kann insbesondere nach längeren Semesterferien mal passieren. Und über diese E-Mail-Adresse, die ihr hier eingebt, können wir dann dieses Kennwort ganz einfach zurücksetzen. Beziehungsweise ihr könnt es selbstständig zurücksetzen. Ich gebe jetzt hier meine private E-Mail-Adresse ein. Klicke auf Weiter. Und im nächsten Schritt werde ich noch gefragt, ob ich die Microsoft 365-Dienste aktivieren möchte. Diese sind optional, aber notwendig, falls ihr Office installieren und verwenden möchtet oder eine Version von Windows herunterladen möchtet. Dazu komme ich dann später. Damit ich das Ganze dann später zeigen kann, aktiviere ich die Dienste an dieser Stelle und klicke hier auf Weiter. Falls ich das an dieser Stelle noch nicht aktiviert habe und mir es später dann noch machen will, dazu kommen wir dann auch noch. Das kann später all diese Anpassungen, auch die alternative E-Mail-Adresse, nochmal ändern. Im letzten Schritt des Startassistenten muss ich noch dieses Kennwort tauschen. Also das Kennwort, das auf dem Zettel ist, das sogenannte Startpasswort, gebe ich hier ein und ersetze dieses durch ein persönliches Kennwort, was nur mir bekannt ist. Wir haben ein paar Anforderungen an das Kennwort, die seht ihr oben drüber in diesem Assistenten. Also das Kennwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein, es muss Groß- und Kleinbuchstaben enthalten, Zahlen und Sonderzeichen. Ihr denkt euch ein Kennwort aus, hier die Bitte, nehmt nicht ein Kennwort, was ihr schon bei anderen Diensten verwendet habt, sondern wirklich ein neues Kennwort nur für die Hochschuldienste. Euer Account an der Hochschule ist für alle möglichen Kommunikation mit Professoren über E-Mail, aber auch für Einschreibung für Prüfungen, für eure Notenansicht zuständig und sollte deswegen auch gut abgesichert sein. Was man bei der Wahl eines guten Kennwortes noch beachten sollte, dass man das wahrscheinlich auch relativ häufig auf dem Smartphone eingeben muss. Es sollte vielleicht nicht deswegen ganz so kryptisch sein. Meine Empfehlung daher, vielleicht nicht so viel kryptisch, so dass man sich schlecht merken kann, sondern lieber ein längeres Kennwort, dafür aber leicht einzugeben und leicht zu merken. Ich wähle jetzt ein Kennwort, das tut ihr dann auch.
Dieses geben wir zweimal ein und klicken auf OK. Damit haben wir schon den Startassistenten durchlaufen und euer Account ist somit aktiv. So, wie geht's nun weiter? Hier jetzt auf der letzten Seite haben wir auch gleich einen Link zu den Diensten des Rechenzentrums. Das ist ein guter Ausgangspunkt. Ihr kommt auf eine Übersichtsseite, wo alle Dienste aufgelistet sind, die ihr jetzt nutzen könnt. Insbesondere, wenn ihr angefangen habt und jetzt ein bisschen reinschnuppern wollt, was ihr alles mit eurem Login machen könnt, empfehle ich die Präsentation der Dienste, die ihr unten unter Dienste für Studierende findet. In dieser Präsentation findet ihr in Textform ziemlich alles, was ich auch in diesem Video alles kurz anreise, untermauert mit Bildern und Links, und das dient für einen guten Einstieg. Wir werden die Präsentation dann noch in diesem Video unten verlinken, sodass ihr immer dort einfach drauf zugreifen könnt. Wie ihr seht, den Startassistenten haben wir jetzt bald durchlaufen, unser Account ist aktiv. Und das Erste, was wir nun erstmal anschauen könnten, ist die eigenen Kontoeinstellungen. Das ist euer zentraler Punkt, wo ihr euren Account verwalten könnt. In diesen Kontoeinstellungen seht ihr, wann ihr die Nutzerbelehrung akzeptiert habt. Wenn hier grün ist, ist alles in Ordnung. Das passt alles. Ich sehe meine alternative E-Mail-Adresse, ich sehe meine derzeitige Speichernutzung und meine E-Mail-Adresse, die mir an der Hochschule mit weiter zugewiesen wurde. Hier kann ich ebenfalls die alternative E-Mail-Adresse ändern oder auch ändern, dass ich die Microsoft 365-Dienste nutzen wollte. Das ist hier alles hinterlegt. Und was ich hier ebenfalls in der Seitenleiste habe, das sieht man hier, sind die Links auf die wichtigen Dienste. Ein nächster zentraler Punkt ist natürlich eures Postfach. Der Postfach ist der zentrale Kontakt zu den Dozenten, aber auch zum Studienangelegenheiten. Und alle wichtigen Informationen an euch gehen über dieses Postfach ein. Also das regelmäßige Abrufen und Reinschauen in dieses Postfach ist quasi Pflicht für euch. Ihr könnt auf dieses Postfach von überall zugreifen. Es gibt einen Webzugang. Hier müsst ihr euch nochmal anmelden mit eurem Benutzernamen und eurem gerade vergebenen Kennwort. Und dann habt ihr schon Zugriff auf all eure E-Mails. Wie wir das gerade in diesem Postfach sehen, ist ein häufiges Thema an Hochschulen. Wir haben viel mit Phishing-Mails zu tun. Es kommen Mails rein, die sehen aus wie diese hier, die wir eben sehen. Es wird meist darauf hingewiesen, dass das Postfach voll ist oder irgendwas mit dem Account nicht stimmt und man müsste ganz schnell auf diesen Link klicken und seine Kontodaten eingeben. Das auf keinen Fall machen, also so sehen diese Mails meist aus. Ihre Postfachgröße hat die maximale Speichergrenze erreicht, bitte klicken Sie hier. Dann wird meist dazu aufgerufen, Benutzernamen und Kennwort abzugeben. Das Ziel an diesen Attacken ist einfach nur, eure Login-Daten abzugreifen und damit Schabernack zu treiben. Passt bitte auf, wo ihr euer Kennwort eingebt, schaut hin, dass es wirklich Dienste von uns sind, schaut in die Adresszeile des Browsers, wo ihr euch befindet und gebt die Login-Daten nur dort ein, wo ihr sicher seid, dass es Dienste von uns sind. Wenn ihr euch unsicher seid, wendet euch an den Support. Wie genau das funktioniert, darauf komme ich später noch zurück. Wie gesagt, euer Postfach, hier reinschauen, ganz einfach mit jedem Browser, von überall aus möglich. Wenn ihr das Ganze nicht über den Browser nutzen wollt, sondern eure mobilen Endgeräte davon mit einbinden wollt, findet ihr in unserem Wiki Anleitungen dazu, wie ihr das auf iOS, Android oder Windows, macOS einrichten könnt. Nächster wichtiger Punkt ist auf alle Fälle die Netzanbindung. Das heißt, wie komme ich hier vor Ort im Campus ins WLAN? Auch hier wieder Anleitungen im Wiki zu finden, wie ich das Ganze einrichte und korrekt einrichte. Wir sind Teil des weltweiten Verbundsnetzwerks EDOROM, in dem
viele Universitäten und Hochschulen weltweit drin sind. Und der Vorteil, den ihr davon habt, ist einfach, wenn das einmal korrekt eingerichtet ist, könnt ihr überall, wo eine Universität oder Hochschule ebenfalls dieses EduRoam-WLAN-Netzwerk nutzt, dort auch ins Netz gehen. Hier auch wieder Wiki-Anleitungen für alle Endgeräte. Das Ganze funktioniert meist über die EduRoam-Seite. Hier gibt es ein Installationsprogramm. Ihr wählt eure Hochschule aus und könnt dann einfach auf das Installationsprogramm für euer Betriebssystem zurückgreifen. Ist eigentlich selbsterklärend. Wieder einloggen über euren Benutzername, Passwort und das Ganze wird eingerichtet. Falls ihr zur Einrichtung kein Netz habt, bei uns auf dem Campus gibt es noch ein zweites WLAN-Netz, das heißt EduRoam Start. Das ist frei verfügbar, ihr könnt euch ohne Passwort verbinden, dient aber quasi nur dazu, dieses Tool herunterzuladen und zu durchlaufen, um so die Verbindung zu dem richtigen WLAN zu haben. Weiteres wichtiges Thema ist die VPN-Verbindung. Was ist VPN? Mit der VPN-Verbindung kann ich von überall aus, also überall aus der Welt, ich kann zu Hause in der Bahn bei der Oma auf das Hochschulnetz bei uns zugreifen. Teilweise sind die Dienste nur aus dem internen Netz erreichbar, auch die Lehrunterlagen sind nur aus dem internen Netz erreichbar. Und wenn ihr halt von außerhalb auch auf einen eigenen Speicher zugreifen wollt, dann macht ihr das über VPN. Auch hier wieder, ihr könnt es euch denken, Anleitung in dem Wiki für alle möglichen Systeme. Wie richte ich VPN ein und wie nutze ich dieses? Im Setup-Portal, also mein Kontoportal, was wir vorhin schon hatten, kann ich immer ganz unten sehen. Haben wir, ob ich mich intern befinde, also innerhalb des Hochschulnetzes oder gerade von extern auf diese Seite zugreife. Mit einer eingerichteten VPN-Verbindung sollte hier dann auch dieses intern stehen. Das nur als kleine Kontrolle, ob die Installation des VPNs geklappt hat. Nächster Punkt, den hatten wir vorhin schon mal auch im Setup, im Startassistenten gehabt, sind die Microsoft 365-Dienste, denen ich zugestimmt habe. Wenn ich diesen zugestimmt habe, kann ich diese Dienste nutzen. Ich habe ein Portal bei Microsoft. Hier melde ich mich eben an mit meiner E-Mail-Adresse. Und mein Kennwort. Und kann dann auf das Office-Portal zugreifen. Hier habe ich Zugriff auf die Online-Version von Word, Excel, Publisher, OneNote und vieles mehr. Also man sieht hier, es gibt eine ganze Menge Anwendungen, die ich verwenden kann. Das alles auch von überall im Browser möglich. Wenn ich das nicht im Browser verwenden möchte, sondern lokal auf meinen Rechner installieren möchte, ist das ebenfalls möglich. Ich kann Office zur lokalen Installation herunterladen. Das geht auch ganz schnell mit über das 365-Portal Office installieren. Es wird jetzt ein Installer runtergeladen, den klicke ich an und das Office ist lokal bei mir installiert. Die Aktivierung eben wieder über euren Account. Wichtig ist, dass ihr hier die Zustimmung gemacht habt, dass ihr die Microsoft 365-Dienste nutzen wollt. Ihr könnt das Office aber auch dann offline auf euren Rechner nutzen und das funktioniert, solange ihr bei uns immatrikuliert seid. Wichtiger Hinweis noch, wenn ihr Dokumente im OneDrive, also im Cloud-Speicher von Microsoft ablegt, nach Abschluss eures Studiums ist der Zugriff darauf nicht mehr gewährleistet. Also ihr müsst euch selbstständig darum kümmern, dass die Dokumente, die ihr in der Microsoft Cloud ablegt, dass ihr diese auch nochmal in den zweiten Speicherort hinterlegt habt, also quasi ein Backup habt. Auch wir kommen nicht mehr an diese Dokumente ran, sobald euer Account bei uns abläuft. Dann habe ich noch viele weitere Möglichkeiten. Was kann ich mit meinem Login tun? Was kann ich an Diensten nutzen? Dazu hier bloß ein paar Möglichkeiten aufgelistet, was ihr damit noch tun könnt. Ihr könnt auf die Lehrunterlagen zugreifen. Das geht über die Netzlaufwerke. Hier auch wieder Anleitung mit dem Wiki. Ihr könnt die Lernplattform Opal nutzen. Auf dieser Plattform findet ihr Kurse, Unterlagen oder Aufgaben. Hier gibt es aber zumeist noch Einweisungen,
je nach Seminargruppe durchsteuern und Dozenten. Falls ihr den Online-Speicherdienst von Microsoft nicht nutzen wollt oder nicht die Microsoft-Dienste überhaupt nicht nutzen wollt, haben wir noch den Online-Speicherdienst Nextcloud. Hier habt ihr 5 GB Online-Speicher zur Verfügung, könnt ebenfalls überall über den Webbrowser auf diesen Speicher zugreifen, könnt mit anderen Personen zusammen an Dokumenten arbeiten, könnt diese teilen, aber auch für euch einfach nur einen zentralen Speicherort betreiben. Hier ebenfalls Informationen im Wiki. Weitere Möglichkeit, was ihr machen könnt, ist Windows 10 herunterzuladen. Das heißt, wenn ihr irgendwo noch einen Laptop habt, wo noch Windows XP oder Linux läuft, könnt ihr Windows 10 herunterladen und bekommt hier eine Lizenz, die auch nach eurem Ausscheiden aus der Hochschule weiterhin gültig bleibt. Die Bestellung funktioniert über einen Webshop, obwohl das keine Bestellung im eigentlichen Sinne ist, weil das Ganze ist kostenlos für euch, ist quasi eine 0-Euro-Bestellung. Dann haben wir noch gewisse Spezialprogramme, dazu sei bloß MathWorks mal genannt. Das ist ein Anwendungsprogramm im Bereich der Mathematik, eingebettete Systeme. Es ist möglich, hierüber Simulationen abzubilden und vieles mehr. Hier ebenfalls gibt es eine Portalseite, da könnt ihr euch die Programme runterladen. Es gibt mobile Apps dazu und es gibt sogar auch Online-Kurse, die ihr durchlaufen könnt. Ebenfalls bietet Microsoft noch spezielle Software im Bereich der Forschung und Lehre an. Das geht eher in den Bereich der Softwareentwicklung. Also es gibt hier Entwicklungsstudios, die Serverversionen von Windows, die ihr herunterladen könnt und auch privat nutzen könnt. Ihr bekommt dort Lizenzen zugewiesen, ihr könnt das Ganze downloaden. Hier nur der Hinweis, es gibt für diese Programme, die von Microsoft hier bereitgestellt werden für euch, keinen Support durch die Hochschule. So, das war ein kurzer Durchlauf über alle unsere Dienste. Ich habe alles mal grob angerissen. Es gibt eine Unmenge davon. Wir hatten das vorhin schon. Es gibt eine Übersichtsseite auf unseren Seiten, wie ihr an die Dienste kommt. Hier ist nochmal alles aufgelistet, was es noch so gibt. Also wir sehen auch Videokonferenzsysteme, Chatplattformen. Schaut einfach überall rein. Ihr könnt da nichts kaputt machen. Probiert euch aus. Auch oben auf unseren Webseiten über den Schnellzugriff könnt ihr den Stundenplan, Notenanzeige, Bescheinigung, Einschreibungen einen schnellen Zugriff haben. Hier unten haben wir wieder das Kontobereich, auch die Kennwort-Vergessen-Funktion. Also es gibt viele, viele Dienste bei uns und ich denke, das Ganze ja, ist an vielen Stellen selbsterklärend. Was ist, wenn Fragen auftreten? Ich habe an vielen Stellen schon auf das Wiki verwiesen. Unser Wiki ist quasi ein Wiki im Art der Wikipedia. Jeder kann mitmachen, Informationen reinschreiben. Und dort findet ihr viele, viele Anleitungen, wie ihr Systeme einrichtet, wie ihr E-Mails irgendwie abruft für ein Spezialsystem. Also eine ganze Menge Informationen und Anleitungen. Wenn ihr mit diesen Informationen immer noch nicht weiterkommt, gibt es das Helptest-Formular auf unseren Seiten. Dort könnt ihr im Prinzip einen Supportfall an uns berichten. Ihr wählt ein Thema hier oben aus, allgemein, oder geht es um WLAN, oder geht es um Microsoft-Produkte, tragt die Formulardaten ein und das Ganze wird dann durch unser Team bearbeitet. So, ich denke, das Ganze war ein kurzer, aber effektiver Überblick über unsere Dienste. Ich kann jetzt nichts weiter tun, als einen guten Start ins Studium zu wünschen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns. Auf Wiedersehen.